Mein Name ist Roger Baggenstos und ich arbeite hier bei der Geberit als Entwicklungsingenieur im Bereich Piping Systems. Meine Aufgabe ist, neue strategische Produkte zu entwickeln. Geberit ist europäischer Marktführer in der Sanitärbranche. Wir machen unter anderem Rohrleitungssysteme für Trinkwasser, also Versorgungssysteme und Entwässerungssysteme. Seit etwa 20 Jahren nutzen wir additive Technologien und dazu haben wir eine eigene Werkstatt, die explizit für unsere Entwicklungsingenieure da ist, um Prototypenteile herzustellen. Die S1 haben wir seit 2016 bei uns in der Prototypenwerkstatt im Einsatz. Das ist ein Armaturanschlusswinkel. Hier läuft Frischwasser durch und bei dieser Anwendung ist es sehr wichtig, dass man kein Stagnationswasser hat. Die kurze Strecke und auch die Wärmedämmung drumherum ist sehr wichtig, da sonst hinter der Wand das Kaltwasser von der Warmwasserleitung aufgewärmt wird. Das SLS-Verfahren mit dem TPE-Material kam bei der Wärmedämmung zum Zug. Und zwar haben wir da ganz spezielle Einbausituationen, bei denen wir ein flexibles Teil benötigen. Wir haben das TPE-Teil an einer realen Bausituation getestet, an einem, wir nennen das den Entwicklungswürfel. Andere additive Verfahren kamen dabei nicht in Frage, da diese nicht die nötige Flexibilität und mechanische Festigkeit gewährleisten konnten. Nach der Beurteilung des TPE-Teils haben wir uns mit einem Lieferanten zusammengesetzt und haben dann das Serieteil aus EPP hergestellt. Dieses Teil kann jetzt überall Anwendung finden, wo Hygiene wichtig ist. Und das findet man hinter der Wand bei einem Waschtisch, bei einer Dusche oder bei einem WC. Damit wir auch in Zukunft weiter und schneller Produkte entwickeln können, ist das additive Verfahren von zentraler Bedeutung bei uns in der Geberit.